Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe heute für euch einen klitzekleinen Amazon-Haul. Ich habe bei Amazon diese Schablone von Stamperia bestellt. Die kommt auch so an, also da ist auch keine Folie drauf. Und hier sieht man auch, womit man das benutzen darf. Einmal mit Pasten, mit Farbe. Das ist eine Mixed-Media-Schablone. Das ist einmal das erste und die schauen wir uns auch gleich genauer an. Und die zweite Sache, die ich bei Amazon bestellt habe, ist einmal dieser Contourliner von Stamperia. Ich finde den sehr, sehr cool. Ich habe einige Ergebnisse davon bei Funkelkram gesehen. Die schwört auf diesen Contourliner. Außerdem habe ich mir noch diese Rolle Organza-Band Gebrauch gebraucht zu bestellen. den Rosen, die ich eben beim Action gekauft habe. Das ist so ein ganz feines, wunderschönes Organza-Band. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Und es hat halt eben eine schöne Breite. Wir haben hier 25 Meter auf. Wieso steht das hier nicht drauf? Ja, ich werde es euch jetzt draufschreiben. Ich schaue dann nochmal in meinen Warenkorb, wie breit das eben war. Auf jeden Fall war das die Breite, die für mich am idealsten war. Und ja, wenn ich dann das fertig gebastelt habe, diese Hochzeitsdeko, dann kann ich euch mal ein Foto davon zeigen. Ich bin eh gespannt, ob ich das hinbekomme. Sie hatte mir ein Foto gezeigt, was ihr eben gefällt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie könnte ich das jetzt selber machen? Und habe jetzt dann eben dieses Organza-Band. Da sind auch so kleine Glitzerpartikelchen drin, was ich sehr schön finde. Also es schimmert so ganz, ganz leicht. Und auf die Rosen möchte ich auch so ein bisschen Glitzer noch drauf machen, sodass es auch ein bisschen im Sonnenlicht schimmert. Ich hoffe, das wird schön. Den Contourliner werden wir jetzt gleich ausprobieren und auch mal diese Schablone uns genauer Das anschauen. ist Hier einfach hier und hier gelöst und dann hat man eigentlich, das finde ich richtig cool, nur noch Papier, das im Endeffekt schwarz ist. Das heißt, das kann man wiederverwenden, selbst wenn man auch das hintere noch behalten möchte. Und dann die Schablone, die man sich so aufhängen kann. Also ich finde das richtig cool gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal die Schablone nochmal im Ganzen. Also hier, was ich so ganz toll finde an dieser Schablone, ist, dass da so viel auf einem DIN A4 drauf ist. Also wir haben hier nicht nur dieses coole Schiff. Wir haben hier einen Schriftzug und hier steht drauf, There is a story of a Frenchman sailing to Egypt. Also hier ist, das ist eine Geschichte von einem französischen Mann, der nach Ägypten gereist ist, also gesegelt ist. Den Rest kann ich jetzt nicht entziffern, das ist nicht mehr ganz drauf. Und dann steht hier, Understand much about the. Ja, auch das ist nicht ganz drauf. Also es ist wie eine kleine Geschichte und hier mit diesem großen S. Sehr, sehr schön dargestellt, kann man auf jeden Fall mega gut für Hintergründe nehmen. Und zum Seitengestalten verwenden. Hier haben wir auch sowas, was so ein bisschen Netz darstellt. Und so ein paar Pünktchen überall, wie Wasserblasen. Hier auch wieder das Netz. Dann auch den Kompass. Also richtig cool. Und hier steht A drop in the ocean. Also ein Tropfen im Ozean. Eine Muschel. Hier haben wir eine 12. Einen Seestern. Ich fand das einfach nur mega schön, was hier auf einer Schablone alles los ist. Und deswegen wollte ich die damit unbedingt werde haben. Ich auf jeden Fall in meinem Piraten-Journal einiges ausprobieren. Das heißt, ihr werdet dann, wenn ihr mein Piraten-Journal fertig seht, auch sehen, wie diese Schablone aussieht. Da werde ich es euch dann zeigen. Und dieser Contourliner, den möchte ich jetzt auf jeden Fall gleich mal ein bisschen ausprobieren, denn ich bin ja schon sehr gespannt, was man damit alles machen kann. Hier steht drauf, universelle, dickflüssige Farbe auf Wasserbasis, die auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden kann. Verwenden Sie die feine Schreibspitze, um die Konturen von Mustern zu zeichnen oder hervorzuheben oder um 3D-Dekorationen zu erstellen. Hervorragend geeignet für Glas- und Stoffmalerei, also sogar für Glas und Stoff. Das packe ich jetzt mal Ich kurz nehme jetzt aus. hier meine Ariel-Box und werde mir jetzt so einen goldenen Rand damit machen. Schauen wir mal, wie das damit funktioniert. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht und versaue mir das jetzt nicht. Das mag ich ja gar nicht eigentlich. Ah, okay, das geht ganz leicht. Und oh, wow, schaut mal, wie viel Gold wir jetzt
hier haben. Das möchte man ja eigentlich nicht verschwenden. Ja, da werde ich das jetzt einfach mal hier mit dran machen. Denn auch sowas kann man ja noch benutzen. Ich finde, das sieht nämlich schön aus. Da sieht man auch schon, dass das wirklich cool und erhaben rauskommt. Wobei es kein, ja, es ist so ein bisschen Rotgold. Ich bin mal gespannt, wie die Farbe sich jetzt entwickelt. Ob das Rot dabei bleibt bei diesem Gold. Denn eigentlich wollte ich ein richtiges Gold. Seht ihr, das ist eher so ein dunkles, also fast schon rostbraun, nicht ein richtiges Gold. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und auch, ob ich das jetzt damit gut rausbekomme, das ist mir natürlich auch wichtig. Vielleicht sollte ich es doch erstmal hier irgendwie ausprobieren, nicht, dass ich mir jetzt meine... Okay, ja, es scheint ganz fein rauszukommen. Oh, wow, ist das schön. Also ich finde sowas immer total schwer, sowas zu machen, zu konturen. Aber dieser Applikator, der da drauf ist, der ist so fein, da kann man gar nichts falsch machen. Selbst wenn man nicht so eine ruhige Hand hat und sich normalerweise schwer tut. Also ich bin jemand, der sich normalerweise schwer tut mit sowas und deswegen auch nicht so bevorzugt mit Pinseln malt, sondern eher mit Stiften. Aber das ist ja wirklich total einfach. Guckt euch das mal an. Das ist echt was total Schönes. Guckt euch das mal an. Mega, oder? Da könnt ihr euch ja alles verändern, so wie es euch dann gefällt. Das lasse ich trocknen. Auch das, guckt euch mal allein schon die Konturen an, die wir jetzt hier am Rand haben von diesem Papier. Sieht ja auch richtig cool aus, finde ich. Das zeige ich euch dann in meinem Piratenjournal, wie ich die Schablonen eben verwendet habe. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr euch mein Piratenjournal anschaut. Ich bin schon fleißig am Basteln. Ich hatte eben noch auf diese Schablone gewartet und ich sehe gerade, da ist ja sogar so ein Poststempel mit drauf, die finde ich richtig cool. Ich verlinke euch beide Produkte und wenn es euch interessiert, auch dieses Organza-Band wieder unten in die Videobeschreibung, falls jemand so. Jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn dieses Konturgel getrocknet ist. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Es hat so ein bisschen diese erhabene Optik, ist aber eher so, wie wenn man etwas embossed hat. Und ja, mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich finde, es ist total cool und es braucht auch gar nicht lang zum Trocknen. Also ich habe dann versehentlich bei der Trocknungsphase etwas drüber gelegt und es ist nichts passiert, weil es eigentlich sehr, sehr schnell trocknet. Das wollte ich noch dazu sagen. In der Zwischenzeit war ich jetzt mal wieder beim Action, weil ich diese Hüllen holen wollte. Ich finde die immer super praktisch für Projekte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Sache gerade was mache, jetzt zum einen Thema, zum Beispiel Piratenjournal oder so, dann kommt das alles hier rein. Und auch die Papiere von der lieben Tina vom Kreativfighter, die tue ich mir auch gerne in solche Mappen hier mit rein. Und dann, als ich das eben noch kaufen wollte, weil mir das eben ausgegangen ist, dass es neue Emboss-Sticker gibt. Ich habe diesmal nur 3 Sets mitgenommen, gesehen habe ich allerdings, glaube ich, nur 4 oder 5. Bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall das andere, was eben da noch da war, das war so ein Sommerset und das hat mir nicht so gefallen. Was mir aber wirklich besonders, wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist dieses Set und
Wenn ich es nicht so eilig gehabt hätte, hätte ich es mir genauer angeschaut und dann hätte ich es mir, glaube ich, noch ein zweites Mal gekauft. Also ich muss unbedingt nochmal zum Action, weil ich dieses Set nochmal haben möchte. Das ist ein traumhaft schönes Set. Ich zeige euch jetzt mal, was ich damit meine. Fangen wir an mit dieser Fee. Guckt euch diese Fee an. Die ist so süß. Ja, und wenn wir es jetzt einfach mal ganz anschauen, ist es an und für sich einfach nur ein mega schönes Set. Wir haben hier eine Libelle, einen winzig kleinen Brunnen, also perfekt für alle Feen. Und ja, das erinnert so ein bisschen an Hochzeit, finde ich. Und diese kleine süße Leiter, also ich bin total fasziniert. Mir gefallen diese Sticker so gut. Das ist perfekt, einfach nur perfekt. Auch das hier. Und guckt euch das mal an. Diese kleine Straßenlampe aus einem Ast, also einfach nur cool. Ich finde das so süß gemacht und die Farben und hier, guckt mal, traumhaft schön. Ich muss unbedingt nochmal zum Action, auch das ist so cool. Und schaut euch mal dieses Häuschen an. Mega, einfach nur mega. Ich bin total begeistert. Der winzig kleine Brunnen hier, den hatten wir hier ganz klein und hier ein bisschen größer. Dann haben wir hier auch noch einen wunderschönen Schlüssel mit Schloss. Auch das ist mega schön. Dann der Schmetterling. Und ja, diese Häuser, die sind einfach traumhaft schön, finde ich. Also mir gefällt dieses Sticker-Set sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich mir dieses Set gekauft. Hier haben wir keine Washi-Tape-Streifen, sehe ich gerade bei diesem wunderschönen Set. Aber bei diesem Set sind welche dabei. Guckt euch die mal an. Hier haben wir so wunderschöne Schmetterlinge mit Blumen. Und hier steht sogar Sunday, Monday, also von Montag bis Sonntag alle Tage dabei. Richtig toll. Und hier steht, trust the seeds you are planting. Also vertraue den Samen, die du anpflanzt. Auch richtig cool, finde ich. Haben wir hier so einen Blumenkranz. Und dieses Set habe ich mir eben deshalb gekauft, weil hier so viele schöne, verschiedene Blumen sind. Und ich finde, mit diesen Stickern kann man echt tolle Karten basteln. Und auch hier haben wir echt schöne, sehr, sehr schöne Sticker. Hier auch der Schmetterling, guck mal, in zwei Varianten. Einmal mit Blumen und einmal ohne. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir echt gut. Und wir haben hier auch ein paar Sprüche. Don't forget, Birthday, Plans, also Pläne, vergiss das nicht. Wochenende, das ist auch so ein bisschen für die Planer-Leute, ist das was. Better things are coming, also bessere Sachen werden geschehen. Oder bessere Dinge werden geschehen. Dann kommen wir zum nächsten Set. Das hat mir auch richtig gut gefallen von den Farben. Wenn ich dieses Set sehe, muss ich gleich an ein lilanes Journal denken irgendwie. So ein Sticker-Set, was mich dazu anregen könnte, ein Journal daraus zu machen, weil es einfach von den Farben her so schön ist und so schön vintage. Mir gefällt es richtig gut. Auch das ist total süß hier. Wirklich sehr schöne Bilder. Da haben wir auch einen Washi-Tape-Streifen. Also diesmal ist es nicht jedes Set ist gleich gehalten, sage ich jetzt mal. Auch die Schleife ist ja mega schön. Echt toll. Auch das finde ich irgendwie total cool. Sieht auch cool aus. Und diese Nähmaschine gefällt mir richtig gut. Die ist so richtig hübsch. Ja, also diese Sticker, die sind wirklich alle drei Sets, gefallen mir richtig gut und ich habe auch gleich Ideen dazu und ja, deswegen durften nur die drei mit und ja, falls es da noch andere Sets gibt, ich habe, wie gesagt, glaube ich, nur noch ein anderes gesehen, das war so Sommerthema und ziemlich viel Orange und Blau und das war jetzt irgendwie vom, ja, das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, deswegen habe ich die drei mitgenommen. Und dann habe ich noch Vellumblöcke bekommen. Es gibt nämlich neue Vellumblöcke und die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Deswegen habe ich sie auch alle mitgenommen. Ich habe ja mit Vellumblöcken mehrere Sachen schon gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Notizbuch mit Vellumpapier gemacht und habe das Vellumpapier als Cover verwendet. Das ist zum Beispiel eine ganz tolle Idee, was man mit Vellumpapieren alles machen kann. Und zwar habe ich dann das Vellumpapier quasi als Cover verwendet für ein kleines Notizheftchen, was ich gemacht habe. Also das nur so als Inspiration. Auch dafür kann man Vellumpapiere verwenden.
Und in meinem letzten Video habe ich euch Karten gezeigt, die man eben mit Vellumpapier machen kann. Sei es Shaker-Karten oder Gutscheinkarten. Für so ein weißes Blatt Papier. Das können wir uns jetzt mal dafür hernehmen. Ich finde das traumhaft schön, was wir hier alles haben. Guckt euch das mal an. Mega schönes Papier, oder? Schaut mal. Das haben wir auch mehrmals. Also wir bekommen hier drei Seiten, richtig cool. Hier mit einem schönen Rahmen kann ich mir sehr gut als Cover oder so, wie ich es euch eben gezeigt habe, für ein Cover vielleicht als großes Schüttelelement. Sieht bestimmt auch schön aus. Dann haben wir hier einen Cardstock. Steht hier was von der Grammatur drauf? Nein, eine Grammatur steht nicht drauf, aber es ist stabil. Also kann man sehr gut verwenden, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt kein dünnes Cardstock. Oh, guckt euch das mal an. Das ist ja wunderschön, oder? Dieses Papier. Davon sind jetzt aber nur zwei. Und von dem Grauen waren es drei. Also hier haben wir nur zwei, oder die kleben aneinander. Ne, es sind nur zwei und es ist ein bisschen fester. Dann haben wir ein sehr schönes grünes Vellumpapier, finde ich auch mega schön. Nochmal Vellum, auch sehr hübsch. Guckt euch das mal an. Ja, genau, das wäre zum Beispiel auch ein schönes Cover, wenn ihr das jetzt hier so benutzt für ein Notizbüchlein, wenn ihr das selber macht. Oder auch um eine Karte einfach macht für beide Seiten. Dann könnte man das quasi auch so binden wie ein Notizbuch. Und dann wäre das etwas, was man anhimmt. Und darunter ist der Text. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sieht bestimmt schön aus. Auch das ist sehr schön. Guckt mal. Mega schön, oder? Dann haben wir hier auch einen sehr schönen, dunklen, blauen Ton. Und hier wieder nur zwei. Also die, die etwas fester sind, davon bekommt man zwei. Und ein braunes Vellum. Auch sehr schön. Wow, das ist ja toll. Guckt euch das mal an. Mega schön, oder? Richtig hübsch. Und dann haben wir noch Schriftzüge. Auch dazu habe ich eine Karte gebastelt in meinem letzten Video, wie man mit diesen Schriftzügen eben auch ein cooles Element auf einer Karte basteln kann, wo man vielleicht noch einen Gutschein oder ein Ticket verstecken kann. Hier haben wir auch echt schöne Sprüche mit You are enough, also du bist genug. No rain, no flowers, kein Regen, keine Blumen. Grow through what you go through ist auch ein sehr schöner Spruch. Also wachse hindurch, durch was du gerade durchgehst. Also es ist auch ein sehr schöner Spruch. Grow positive thoughts, also wachse positive Gedanken. Focus on the good, also fokussiere dich auf das Gute. Be gentle with yourself, also sei nett zu dir selber. Und be kind to yourself. Das ist eigentlich das Gleiche. Vielleicht sogar gentle. Sei gnädig mit dir selbst, könnte man auch so übersetzen. Sehr, sehr schön. Auch sehr schöne Farbe hier, was man hier wieder an Cardstock bekommt. Und auch dreimal. Mega schöne Farbe. Das ist ja auch traumhaft schön. Und dann haben wir hier noch was Mintfarbenes. Das finde ich auch sehr schön. Ein wirklich toller Block. Der gefällt mir richtig gut. Dann kommen wir mal zu diesem hier. Der ist auch sehr schön. Hier haben wir ja ein total schönes, fröhliche Farben, finde ich. Sommerlich. Oh, das ist ja schön. Guckt euch das mal an. Boah, ist das hübsch. Wow, oder? Schaut mal, wie schön ist das denn? Finde ich ja mega hübsch. Ja, dann haben wir hier nochmal so ein schönes Mintgrün, was wir vorhin als Vellum hatten. Hat man hier als Cardstock dreimal. Oh, das ist aber auch sehr schön. Das sind wirklich tolle Farben und tolle Blumen.
Die Farbe ist sehr schön, schaut's mal. Ja, also mir gefällt dieses Vellum sehr gut. Wow, es wird noch besser. Guckt euch das mal an. Boah, ist das schön. Traumhaft schön. Wow, schaut's mal. Und wenn ihr nur das nutzt, habt ihr immer noch eine ganz leere Seite, ne? Also ein Stück leeres Transparentpapier oder Vellum, was ihr noch benutzen könnt. Echt cool. Und dann haben wir hier so ein schönes dunkles Gelb. Dreimal. Oh, das ist auch sehr schön. Also ich mag wirklich alles von diesem Block. Richtig schöne Farben, auch dieses Lila. Gefällt mir sehr gut. Guckt mal. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel echt ideal, um ein Notizbuch zu machen, weil ihr dann eben auf beiden Seiten das Gleiche hättet. Guckt euch, guckt mal, ist total schön. Oder in die Hälfte machen und für zwei Karten verwenden, das könnt ihr natürlich auch. Genauso wie hier. Das sieht auch cool aus. Da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn man jetzt ein Notizbuch machen würde damit so ein Papier dann zu nehmen als Cover und das drüber. Seht ihr, wie das schön aussieht so zusammen? Das sieht doch mega aus. Und dann in die Hälfte alles falten und dazwischen eben und darunter eben das Notizbüchlein, was man selber macht. Sieht bestimmt hübsch aus. Auch das ist sehr schön. Wow, auch sehr schön. Und auch diese, also mir gefällt der ganze Block. Der ist einfach nur schön. Guckt euch das mal an. So tolle Farben. Ein mega schöner Block. Also jetzt haben wir schon zwei Blöcke, in denen mir jede Seite gefällt. Das habe ich sonst nicht so. Dann kommen wir zum nächsten Block. Der sieht ja schon von außen super interessant aus, finde ich, von den Farben her. Das trifft eigentlich total meinen Geschmack. Wow, ist das schön. Guckt mal. Oh, ist das hübsch. Richtig toll. Das ist ja auch mega. Also das müsst ihr euch auch anders vorstellen, finde ich. Wenn jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal das Blau. Das kommt auf dem Weiß gar nicht so gut zur Geltung, aber so, seht ihr das? Wie schön das aussieht. Oh, ist das hübsch. Mega. Auch die Farbe, ja, das geht auch mit dieser Farbe. Da sieht man es auch richtig gut, seht ihr? Ist doch schön, oder? Richtig toll. Davon haben wir wieder drei und dann kommt ein... Ja, so ein wie selbstgemaltes Karo-Muster. Hat auch so seinen eigenen Charme, finde ich. Das ist auch sehr schön. Wow, auch sehr schön. Ist auch ein toller Block. Das ist auch cool. Ja, das brauche ich euch... Das zeige ich euch jetzt mal gleich so. Schaut euch das mal an, wie cool das so zusammen aussieht. Echt hübsch. Und auch die Farbe finde ich mega. Das ist auch sehr schön. Ach, das ist Vellum. Guck mal. Sehr schön. Und dann haben wir hier ein gestreiftes Vellum, was ich auch total schön finde. Also mir gefällt wirklich alles. Und hier haben wir so ein bisschen mit Silberfolierung, aber ganz dezent eigentlich. Auch sehr schön. Und so ein schönes Blau. Es wird wirklich ein anderes Blau wie dieses hier, seht ihr? Wow, das ist auch sehr schön. Guckt mal. Auch sehr süß. Sehr schöner Block, wirklich. Also drei Blöcke und jede Seite gefällt mir. Das muss man einfach... Dann kommen wir mal zu dem letzten Block.
Das ist auch, das ist jetzt okay, ist jetzt nicht so unbedingt mein Geschmack, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch zu irgendwas passt. Oh, das ist ja schön. Das ist ja toll, guckt mal, das gefällt mir echt gut. Passt irgendwie zu Herbst schon ein bisschen. Auch sehr schön. Okay, das ist jetzt nicht so meine Farbkombination. Das finde ich schön. Das gefällt mir richtig gut. Ja, so ist es normalerweise bei diesen Vellum-Blöcken immer gewesen, dass mir, die Farbe ist schön, dass mir nicht alle Seiten gefallen haben. Oh, das ist auch cool. Aber wenn man überlegt, bei 4 Blöcken sind 3 Blöcke komplett mein Geschmack, ist schon echt cool. Das sieht schön aus. Das gefällt mir. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch das ist sehr schön. Ist auch sehr schön. Dann noch dieses ganz dezente, hautfarbene fast schon. Und das war's, ja. Das war dann mein klitzekleiner Action-Haul. Zusätzlich zu meinem Amazon-Haul. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich alles euch in diesem Video gezeigt habe. Einmal die Schablone, das Contour-Lining-Gel und die 3 Emboss-Sticker, die ich mir eben geholt habe. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht mache ich das noch so mit dazu. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich eben mit solchen Sachen bastel. Ihr werdet jetzt hier noch beide Videos sehen, die ich vorhin erwähnt habe. Guckt die euch einfach mal an, wenn ihr keine Ideen habt, was ihr mit Emboss-Stickern oder eben mit Vellum-Papier machen könnt. Dann könnt ihr euch einfach mal diese Videos anschauen. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.